Hi, willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Wir schauen uns heute in dieser Folge mal an Abhängigkeiten. Was geht da? Was machen wir da so? Wie funktioniert der ganze Spaß? Und ja, wie immer wünsche ich sau viel Spaß bei dem Video und wir starten dann einfach mal direkt rein. Und nicht vergessen, immer brav abonnieren und liken, weil das hilft dem Channel ungemein und ich bin euch echt dankbar, wie geil das hier vorwärts geht. Und ja, jetzt auf jeden Fall sau viel Spaß beim Video und wir starten direkt durch. So, nachdem das gestern echt öfters nachgefragt wurde, machen wir das heute auch gleich mal Abhängigkeiten und da springen wir direkt in eine Skizze rein und schauen uns mal an, welche Abhängigkeiten haben wir denn hier und welche sind so die wichtigsten. Okay, eine Abhängigkeit, die echt das Leben viel einfacher macht, gerade wenn man horizontale oder vertikale Linien haben will. Ich mache mir erstmal so zwei Zirkellinien hin. Genau, da können wir einfach direkt auf horizontal gehen oder vertikal und der Fusion sucht sich das je nach Winkelgrad selber aus, ob das eher ein vertikal oder eher ein horizontal liegt und richtet dann sozusagen die zwei zueinander aus. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ist echt super hilfreich, gerade wenn man das ausrichten will. Okay, dann gibt es etwas, das nennt sich Mittelpunkt, auch eine tolle Sache. Da kann man zum Beispiel Linien anhand eines, ja, an eines Punktes fixieren oder man kann Linien zu Linien fixieren. Das finde ich auch ziemlich cool. Macht das Leben auch sehr viel einfacher. Oder man könnte sogar noch sagen, wenn ich hier noch einen Kreis hätte, könnte man noch sagen, hier nimm den Mittelpunkt von dem Kreis oder auf der Linie liegen. Und dann sehen wir, ist das vollständig immer ausgerichtet. Also Mittelpunkt, auch ein super Ding. Kann man Linien, Kreise, alles zueinander schön ausrichten. Okay, was ist denn jetzt, wenn wir mal hingehen und sagen würden, ich hätte jetzt hier eine Linie und die soll genau so sein. Genau so. Aus welchem Grund auch immer, die soll genau so sein. Und diese Linie hier unten drunter, die soll genau parallel zu der Linie sein. Ich schaffe es immer gleich, zwei Linien zu machen. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich kann wohl zaubern. Und da könnten wir einfach hingehen und sagen, hey, wir können sie parallel machen. Also die parallel zu dem. Oder, wir haben gesagt, die sollen genau gleich sein. Dann können wir auch hingehen und sagen, gleich. Also du sollst genauso gleich sein wie die, du. Und jetzt sind sie von der Länge gleich, aber leider nicht vom Winkel. Deshalb kriegen die auch beide parallel. Und jetzt sind sie gleich und parallel. Und das heißt sogar, diese Bedingungen sehen wir auch hier, je nachdem, wie wir das Ganze ziehen und machen und tun. Die Dinger sind gleich zueinander. Okay. Jetzt könnten wir noch sagen, wir wollen den Abstand zwischen diesen beiden Linien genauso beibehalten. Das heißt, dieser Abstand zwischen denen hier soll immer genau die Größe haben. Also das muss ich ein bisschen lang ziehen. Und wie kriegen wir das hin? Ich würde einfach hingehen und sagen, die beiden Mittelpunkte hier, hey. Oh, jetzt habe ich den Mittelpunkt nicht getroffen. Was machen wir denn jetzt da? Ärgerlich. Wir sagen einfach, du Punkt, Mittelpunkt hier. Dann passt das. Okay. Soweit dazu. Wir wollten haben, dass der Abstand immer genau gleich ist. Das machen wir einmal, indem wir jetzt eine Linie gesetzt haben. Diese Linie können wir jetzt auch gleich markieren und mit X zu einer Konstruktionslinie machen. Und sagen, hey, mit Lotrecht, du bist Lotrecht hierzu. Das ist einmal ganz wichtig, weil sonst macht das alles gar keinen Sinn mit dem Abstand. Und dann können wir einfach diese Linie hier bemaßen. Natürlich im Winkel mit bemaßen. Also D für Dimensions. So hier und dann könnte man zum Beispiel sagen 35. Und das heißt, die werden immer exakt 35 auseinander sein. Das ist echt ganz, also das finde ich eine ganz smarte Sache, wenn man das so machen will und ohne, dass man da viel Ärger hat im Nachhinein. Also Mittelpunkt hatten wir jetzt, senkrecht, waagrecht, gleich, parallel, ja, Lot auf etwas, wieder den Mittelpunkt. Ich sag mal, das sind so eigentlich die Key-Faktoren, mit denen man viel arbeitet und die das Leben echt viel einfacher machen. Da gibt es natürlich noch ein paar tolle Sachen, indem man sagt, okay, das ist jetzt halt auch sehr weit hergeholt, wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, eigentlich so weit hergeholt ist das gar nicht. Also stellt euch vor, wir haben jetzt hier irgendetwas, wo wir was hinkonstruieren müssen, müssen da hier oben den Bohrung noch fixieren. Und also das mittlere ist die Bohrung, das außenrum soll sozusagen, wie viel Material noch außenrum sein soll. Und mir ist nämlich wichtig, dass wir das irgendwie sauber verbinden. Da könnte ich einfach hingehen und sagen, hey, Linie hier hin und vielleicht eine Linie vom Mittelpunkt aus hier hin. Und das möchte ich jetzt gerne haben, dass das sauber an diesem Kreis hier liegt. Wie können wir das machen? Indem wir einfach hingehen und die Tangente nehmen. Das heißt, du sollst bitte tangential zum Kreis sein und du sollst auch tangential zum Kreis sein. Und mit T für Trim könnte ich das noch alles sauber abtrimmen, natürlich nicht den Kreis. Und hätte dann halt so die Möglichkeit, die zwei Linien am Kreis zu fixieren. Also ich sehe, wenn ich den Kreis größer oder kleiner mache, arbeiten die Linie mit, wenn ich den Kreis durch die Gegend ziehe. Ja, wenn ich das nur... Okay, lass uns mal ganz kurz
das Teil hier fixieren, nicht dass wir das ganze Zeit immer auseinanderziehen. Und so, dann kriegt das noch eine Breite. Sagen wir 20. Und eine Höhe, und die Höhe soll vielleicht 100 sein. So, und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, wenn wir das hier ziehen, ne, sehen wir genau, wie diese Linien mitarbeiten. Und das finde ich schon ziemlich smart, gerade wenn man ein bisschen was am Gucken und Entwickeln ist, hat man da immer gleich ja, die Möglichkeit, hier eine geschlossene Fläche zu haben, ohne viel oben zu probieren und rumzueiern. Ja, also das ist eine Sache, auch sehr, sehr hilfreich. Dann gibt es ja ab und zu mal, ich mache einen Kreis und möchte da einen zweiten Kreis haben und bin halt ein bisschen ungeschickt und lege die Kreise halt nicht direkt zueinander. Da haben wir auch die Möglichkeit, dass sie konzentrisch sein sollen, die Systeme. Das heißt, wir wählen beide aus und jetzt sind sie konzentrisch, sehen wir hier anhand dieses Teils. Genau. Was könnten wir noch machen? Lass uns mal reinschauen. Die Abhängigkeiten hatten wir. Nee, hatten wir das? Nee, hatten wir noch nicht. Was können wir uns gleich mal anschauen? Lotrecht hatten wir Fixierung. Ja, okay. Fixierung ist Fixierung. Kolinear, ja. Symmetrie, das ist Spiegeln. Also im Endeffekt, wenn wir eine Spiegelung machen, sehen wir die Symmetrie immer überall. Krümmung. Ja, okay. Lass uns doch mal hier auf jeden Fall den hier anschauen. Koinzident. Ich spreche es bestimmt wieder falsch aus. Lasst es mich wissen. Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Rechteck habe. Und ich zum Beispiel eine Linie habe mit einem Winkel und ich setze hier noch irgendwo einen Punkt drauf auf diese Linie, kann ich sagen, dieser Punkt soll koinzident mit diesem Punkt sein. Und das verbindet er halt die beiden Punkte mit. Also sozusagen, man kann das halt zueinander legen. Das ist auch eigentlich ganz smart. Ich weiß nicht, wegen Zusammenhang ich das jetzt verwenden würde. Fällt mir jetzt spontan gerade nicht ein. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Genau. Okay, was hatten wir noch hier? Kulinar. Ist das nicht, wenn wir hingehen und etwas so machen, könnte man sagen, du hier sei Kulinar hiermit? Ja, genau, dann würde das nämlich alles in eine Linie bringen. Ja. Genau, okay. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwas zeichnen würden und nicht sicher sind, ob es auf einer Linie ist, dann können wir es mit Kulinar einfach in eine Linie widerlegen. Das ist eigentlich auch ganz smart. Gerade wenn man ein paar Aussparungen macht, wo man nicht weiß, hat man das jetzt genau so getroffen, wie man es vorhatte. Das hier ist auch ganz cool. Also das gefällt mir. Das ist eigentlich ein cooles Feature. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie so zwei Systeme. Und ich nehme jetzt einen Drei-Punkte-Bogen und würde die jetzt irgendwie verbinden so. Dann könnte ich sagen, die Krümmung von diesem Bogen soll sich mit dem hier... Okay, stopp mal. Die Krümmung von dem Bogen soll sich... Da muss ich kurz überlegen, wie das nochmal war. Ah, ich glaube, es geht mit dem Drei-Punkte-Bogen nicht. Lass mich mal ein Spline nehmen. Und wenn ich jetzt sage, die Krümmung... Come on. So, die Krümmung hiervon, genau, soll hier drauf liegen. Ne? Dann würde er nämlich anpassen, dass er genau senkrecht hier rausläuft. Dasselbe ist, wenn ich hier die Krümmung zu dem hier legen würde. Sehen wir, dass er probiert, dass die Krümmung exakt so rausläuft, dass das senkrecht ist. Und egal, wie ich das hier verändere, seht ihr, er probiert immer, dass es hier an den beiden Punkten unten ne, es möglichst ja, ohne gewissen Stufen oder Abhakungen ne, da geschieht. Das glaube ich, es ist gerade ganz geil, wenn man viel mit Sweeping macht oder sowas, hat man halt eine hohe Sicherheit, dass der Sweep ans Ende auch funktioniert, weil halt dafür gesorgt ist, dass es keine spitzen Kanten oder irgendwas ist, wo sie schneiden kann. Und genau, dafür wird das auf jeden Fall viel verwendet, gerade im Sweeping-Bereich. Und ja, das waren es eigentlich so meine wichtigsten Abhängigkeiten. Eigentlich waren das alle Abhängigkeiten. Ne? Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, habt ein bisschen verstanden, was ich euch sagen wollte. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst sie da unten in die Kommentare da. Vielleicht machen wir noch ein Nachfolgevideo darüber. Ist auf jeden Fall ein Teil, wo man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen kann. Und ja, wie immer wünsche ich euch auch viel Spaß beim Konstruieren. Und wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.